guten Tag zum nächsten Part von Pokémon Kristall. Ja, ich habe gelevelt und ja, wir haben nun einen Togepi. Es ist während dem Leveln aus dem Ei geschlüpft. Den Namen lasse ich hier mal offen. Ihr könnt den Namen auswählen und ja. Ich könnte den Namen auswählen. So, es hat mir drin umgelernt. Oh, der Charme kann es. Dann Quapsel hat nichts gelernt. Iglava hat auch nichts gelernt. Furly hat Giftstachel gelernt. Yeah, und Hududot gar nichts gelernt. So, dann trinkst was, egal. Wir brauchen ein Wasser-Pokémon wahrscheinlich für die Höhle, allein nur wegen den kleinen Verdammt. Ihr wollt nicht wissen, wie beschissen es war, dieses verdammte Retter zu trainieren. Vor allem, weil wirklich so einen übermordsmäßigen Schaden macht. Oh, ein Pokémon. Kleinstein. Nein, danke. Das könnt ihr höchstens töten für ein paar XP, aber nein, dazu sind wir... Oh, das ist ja P, okay. Da kann man sich drüber streiten, aber... I'm godlike! One hit, yo! Okay, es reicht ein Level ab. Bing! Bang! So, hier haben wir Pokéball. X-Angriff haben wir gefunden und so. Blop, blop. Wow, für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, hier auf jemanden zu treffen. Wir sind hier ein... Der wird in einzigen Verbindung zu Azaela City. Normale... nein, hi. Muss ich dir nicht erklären. Onix, das gibt EP. Und zwar mordsmäßig viel EP, weil Onix einfach nur starke XP-Rate hat. Und es frisst von dem Blubber ganz schön. Und seine Attacke ging daneben. Und es ist tot. Ich schätze auf ein halbes Level bei Biscuit. Und sogar ein ganzes. Ich schätze 150. Ja, übel. 19, 19, 19, 32. Und Aquaknarre. Jawohl, wir haben die nächste Attacke gelernt. So. Ja, ich hab's dir gegeben. Genau. So, Biscuit ist schon Level 13. Togepi wird hier schwierig. Ja, egal, scheiße, da muss ich dann halt später noch eine Trainingssession dazu machen. Und dann später noch ein... Oh, ein Sandan. Ein Sandan ist aber meiner Meinung nach ein interessantes Pokémon, weil es eine gute Ergänzung zum Team wäre. Ja. Wirkung aus Sandan. What the fuck? Ja, ich werfe einfach mal auf gut Glück an den Pokéball. Also wir haben noch wie viele Pokébälle? 8 Stück, okay. Huah! Plup. Plup. Oder wir machen es so. So, jetzt haben wir eine neue Ergänzung zum Team. Sandan wird ein neuen Pokédex angelegt. Yeah! Es lebt bevorzugt in sandigen Gebieten, da es sich bei Gefahr im Sand eingreift, um sich zu schützen. Da lasse ich den Namen für das erste Mal auch offen. Also ihr habt Wahl für den Pokémon für ein Togepi und für einen Sandan. Schreibt es in die Kommentare, damit ich weiß, was ich aussuche. Das ist so ein kleines Gewinnspiel. Auf jeden Fall Sandan, was kann ich überhaupt für Tannen? Kratz und ein Igel. Naja, egal, Sandan ist halt ein richtig geniales Pokémon. Also jetzt haben wir unser Team so... Ist das ein Trainer oder nicht? Egal. Rapflatz. Nein, danke. Ich will keine normalen Pokémon im Team, aber... Ihr könnt ja gerne auch eure Bewertungen zu meinem Team entweder im Let's Player Forum abgeben oder... Ah, geht doch. Du bist auf dem Weg nach Hause. Lass dich nicht wahr. Lass meine Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Okay. Nein, schreibt in die Kommentare, wie ihr meine Teamaufstellung findet, so wie den Namen für ein Togepi und einen Sandan. So, zweites wollte ich ansprechen. Ihr könnt mich gerne auf im Let's Player Forum anschreiben. Da bin ich relativ aktiv und führe da mein. Und ich heiße genauso wie auf YouTube, Lumino. Hab da noch keinen Avatar, keine Ahnung wieso. Bin zu voll, mir einen hochzuladen. Ja, und ich setze Kleinstein ein. Kleinstein. Machen wir es mal so. Sandan braucht auch irgendwie XP und ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Rechnen wir mal circa 2 Minuten. Ja, 50 ungefähr habe ich aufgenommen.
komm zurück. Yeah! Sandan kriegt Erfahrung. Yeah! So, und jetzt hat wieder Bisquit. Das war eine gute, sehr, sehr gute Trainingsstätte für ein Wasser-Pokémon. Und ich glaube, ich denke schon schlafen. Lecker. Lecker nahrhaftes Wasser. Mit Kohlensäure versetzt Natrium an. Für Babynahrung geeignet. Yeah, Babynahrung! Babynahrung ist cool. So, als letztes Pokémon besitzt er ein Kleinstein. Wer hätte das gedacht, dass es ein Kleinstein ist? Wir setzen das andere ein. Bing. Ach du Scheiße, ist der Sound hässlich. Los, Sandan. Das hat schon ein halbes Level. Ja, also so schlechter Trainer kann ich gar nicht sein. Ich glaube, ich werde die Pokémon noch nicht mehr auswechseln. Höchstens für ein Flip kann ich sogar ein Suicune. Also das wir später halt nennen. Ups, Achtung, Spoiler. Nein, Schatz, ich sage es mal nicht. Dass wir später irgendwann in einem bestimmten Gebäude zu einem bestimmten Zeit erhalten werden, weil wir zu dem Zeitpunkt hundertprozentig keinen Meisterball besitzen können. Und das ist beschissen. Oh, oh, oh. Jawohl, 256. Yeah. Weil, naja. Ein wildes Sandan. Ein Bisquit Level 13 greift an. Yeah. Ich setze mal schnell Bisquit an die Spitze. Nicht Bisquit, Bisquit ist an die Spitze, sondern Sandan. So, jetzt haben wir Surfer, haben wir im Team. Stärke haben wir wahrscheinlich im Team. So, Schneider haben wir im Team. Was gibt's noch für VMs? Das Kali gab es da noch, glaube ich, gar nicht. Doch, das Kali gab es da schon. Wie wenn man sonst darauf kommt. Bei zur Pokéliga und so. Und dann. Na egal, ich hab's. Wir sind nochmal jetzt alle Pokémon für die VMs drin. Glaube ich, hoffe ich. Egal. Diesmal greift uns einen Kleinstein an. Und das kann ich werde keine. Wilden Pokémon jetzt besiegen, weil unser Team jetzt wunderschön komplett ist. Ihr habt die Auswahl zwischen für zwei Armen. Irgendwann werde ich mir vielleicht doch nur, wenn ich Chance begiete, für wahrscheinlich für einen Larvita im Silberberg fangen. Ja. Ups, ein Spoiler, was ich irgendwann machen werde. Oh nein! Okay, das müsste normalerweise Sandan hinbekommen. Hoffe ich. Nein! Nein! Das machen wir jetzt nicht mehr. Auf sowas habe ich echt ehrlich gesagt keinen Bock. Und so, da liegt ein Pokéball. Es ist ein Superball. Jawohl. Ein Pokéball von so. Was bist du denn? Ich glaube, du hattest Magma. Super, super scharf wird mein Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich sehr. Dann lass es doch nicht kämpfen. Oh Gott, manchmal frage ich mich, welche. Ja, ich glaube, der hatte wirklich ein Magma. Egal. Smogon Level 6. Sandan müsste es, wenn es sich nicht so dumm anstellt, hinbekommen, es alleine zu töten. Vor allem, weil ich nicht so wenig Schaden mache. Mach viel weniger Schaden. Ja, mit dem Volltreffer. Okay, es müsste Sandan hinbekommen. Aber Sandan ist langsamer. Ja, okay, es liegt unter anderem, weil es Boden ist und Boden ist vor allem Haus aus. Langsamer Ende. Ja, tut mir Zeit, dass. Nein, Pokémon Schwarz-Weiß 2 werde ich eventuell Let's Play, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und hör auf, mich zu hauen, ey. Sonst kratze ich dich zu Tode, Idiot. Naja. Wieso machst du zwei Volltreffer und ich mach keine? Finde ich unfair. Danke, Sandan, für die letzten 2 KP. Wenigstens fast Level böse Stopsel. Smogon schon wieder. Nein, ich möchte nicht wechseln, aber jetzt werde ich wechseln. Ich werde schon auf Eagle Lava setzen, damit der Kampf schon vorbei ist, weil ihr wisst ja, wie geht es? Bisschen auf die Nerven. Warum kriege ich es auch nach dem Kampf einen Trank? Schlürf, schlürf. Pokémon freut sich über Trank wie auf heiße Schokolade. Einfach zum Abfuck.
okay. Einfach zum Absaufen. Das hört sich nicht gut an. Egal, sondern lacht. Yeah! Wow, es hat richtig viel Initiative. Muss ich schon sagen, ganze 11. Ist schon sogar langsamer wie mein Hut. Und danke für 288 Poké-Dollar. Und wir geben... Nein! Ah, okay, passt. Es ist nicht mehr rot. Sonst wollte ich... So, da... Einen Trank. Ich gebe es einen Trank. Damit es mir nicht abkratzt irgendwie. Ich habe mal 11 Tränke. So. So, dann geht's da runter. Ein wildes Rad, Franzerschein. Oh yeah. Nein, ich will nicht beuteln, ich will flüchten. Los, Sander, los. Run, Forest, run. So, da, wo geht's da hin? Wandere ich durch das Land. Suchst du auch nach Pokémon, dann bist du mein Rivale. Es ist wahrscheinlich ein Pokémon-Jack. Mutig. Ja. Ja. Okay. Saturo. Was für ein beschissener Name. Da merkt man gleich Japaner. So. Was mir gerade auffällt, wir haben keine Stärke gegen Pflanzen-Pokémon. Doch, doch. Ah, gegen Wasser-Pokémon. Aber... das kann man schnell ändern, weil ich glaube, Togepi kommt. Nein, egal. Aber gegen Wasser-Pokémon werden wir trotzdem mit solchen Attacken, die einer nur drauf haben will oder Togepi drauf haben, werde ich keinen Problem damit haben. Und ja, oh wow, der Heuler ist ja richtig amüsant. Jetzt werden wir es mit Giftstachel bombardieren. Oh. Da, es hat es gebracht, es hat es gebracht. Jetzt tatsächlich vergiftet und es macht mir mehr Schaden als ich. Das gefällt mir natürlich nicht. Dann wickeln wir es jetzt Tode. Oh, vielleicht man lässt dich im Armen. Oh Gott. Blob. Blob. Ich sag ja, Rettern macht definitiv zu wenig Schaden. Das ist der Grund, warum ich Rettern am Anfang einfach nur hasse. Am Anfang ist es, naja, bescheiden zu trainieren, aber am Ende als Arbok kann es doch gut aus ganz schön Schaden machen. So, und jetzt macht das Sander zu Ende, damit es auch was typischerweise macht. Trotz, obwohl es ein paar Level unter dem, wie heißt es, unter dem, es ist schneller wie ein Flegmon. Und Sander ist schon da, also was für eine Initiative hat das Flegmon? Ich will es nicht wissen. Uff, mein armes Pokémon. Und, welches Pokémon greife ich jetzt an? Es ist ein... Magma. Nein. Ein Rapfratz. Ich bin müde. So. Die Stelle erinnert mich an was. Und da... ihr kennt doch bestimmt alle Strudelinseln. Auf dem Pokémon Soul Silver und so. Da sieht das so ähnlich aus. Mit Lugia und so. Die sehen hässlich aus. Oder geht's hoch? Da ist noch ein Pokémon. Sieht wirklich so ähnlich aus. So, TM39. TM39, was war das nochmal? TM39. Sternenschauer. Ich glaube, die setzt sich schon mal ein, oder? Togepi kann's lernen. Interessant. Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt die Attacke verbraten, aber Sternschau ist eine schöne Attacke. Vor allem, weil es immer trifft. Ein wildes Pokémon. Was ist das? Ein Ferdino.
What the fuck? Felino sieht niedlich aus. Ach, schön. Ich mag Felino. Vor allem die Weiterentwicklung, wo mir der Name jetzt nicht... wo mir der Name gerade entfallen ist. Und jetzt werft mich wieder ein wildes Pokémon und es ist ein... wieder ein Rampfplatz. Yeah! Wow, wie kann ich nicht sprechen? Ja. Flucht und Müll nicht. Mann. Böses Sandan. Flieh. 5 Schaden ungefähr. Ja. Sandan, willst du mich gerade ein bisschen trollen oder was machst du da? Sandan? Ja, um mich zu trollen. Danke. Geht doch. Und da ist ein Item, da muss ich den Trainer. Mit Lichtjagd einnehmen, eine Höhle keine Angst. Ein bist du stark genug jagen, meine dir keine Pokémon, keine Angst ein. Ja, tun sie so oder so auch nicht. Und der Brille wie. Ein Feuerspruch, ich glaube, der hatte das Magma. Nein, er hat den Vulpix. Okay, dann habe ich mich definitiv geirrt, aber Vulpix ist auch ein geniales Pokémon, meiner Meinung nach. Und, Vulpix, da hilft mir eins. Bisquit! Wenn jetzt Sander schon eine Bodenattacke könnte, dann könnte ich es auch gegen das Vulpix antreten lassen, aber es kann zur Zeit nur Kratzer! Und das ist. Naja! So, Vulpix ist fast tot. Vulpix, glaube ich, gab auch relativ gute XP. Sander, Bisquit, ja, XP geht recht. So, Vulpix sieht Blitz. Okay. Das ist Item da unten. Das ist ein Aufwecker, sehr schön. Aufwecker kann man immer gebrauchen, mir tut's Auge weh. Ist irgendwas gerade ins Auge geflogen. Es ist ein Zubat. Haben wir auch noch in der Höhle gesehen. War ja doch ganz am Anfang, glaube ich. Auf jeden Fall zu gut. Sehr schön. Oh, ist einer gleich ein Level Up. Schön. So. Route 33. Bisschen durch. Hechli. Gott. Ehrlich habe ich jetzt nur diese Höhle. Die war größer als ich dachte. Ich war zu erschaffen, um 1 zu erfüllen. Also habe ich sie verlassen. Okay, es ist nur 2, da ist ein Gegengift. Gegengiftbeere. Okay. Ich bin durch den Tunnel gegangen, aber ich habe viel Energie übrig. Energie und ein bisschen was deiner Energie an das Mädchen da vorne und hilf ihr mal. Ehrlich, war. Die Lache von dem Wanderer sieht so beschissen aus. Vor allem die lila Gesichtszüge. Naja, ich halt ein bisschen, sag mal nichts dazu. Pädophil! Und naja. Bisquit wird das wieder mit Aquaknarre legen. Und die Arena wird wahrscheinlich unser schönes Lurnai Solo durchroffeln mit Glut. Das wird dann wahrscheinlich auf 18, 19 sein, von der Level nach dem Arena. Alter, und dann darf ich erst mal auf 15, 16 bringen. Naja, es dürfte wohl kein Problem sein, wenn ich so overskilled bin. Und Bisquit erreichte Level 14. Yay, weil Level 14, ja, relativ gut. Relativ ausgewogene Stats und Macholo. Da will ich jetzt dann nicht ungern einsetzen. Darum schicke ich Hut rein, weil es Schnabel kann. Schnabel ist, wie bekannt, eine Flugattacke und Flug macht Schaden gegenüber einem Kampf-Pokémon wie Macholo. Und ich setze natürlich Tackle ein. Aua. Natürlich, Schnabel. Vielen Dank, du Piep. So, tschüss. Mann, wieso muss es einen Volltreffer machen? Togepi. Oh, ich glaube, das war ein großer Fehler. Metronom.
Ja. Komm, bitte. Los, du kannst es, Togepi. Du. Nein, 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 nein. Schlechte Attacke, Togepi. Sehr schlechte Attacke, Togepi. Das gibt's ja nie. Ja, aber mal wieder Glück, das ist ja der Wahnsinn. Fußkick, bam. Macht so viel Schaden. Unfair. So, man hat auf die alten Maschinen. So, anderer Tom wurde besiegt. Ja, cool, Bau, du hast mehr. Ja, und dann nach Hause. Ja. Ja, okay. Ja, ja. Ich habe jetzt wenige Nummer im Pokécom eingesperrt, weil, ja, ich vergesse da und danach zu reden. Und, wir sind in Asiel angekommen. Da ist Team Locket. Und, what the fuck. Schon lange auf. Oh, hier ist schon dunkel draußen. Ja, bei mir uns noch nicht. Wir haben schon 6 Uhr. Und, haben wir unser wunderschönes Team rein. So, im nächsten Part werden wir uns Team Rocket widmen. Kann ich da schon sagen? Da stimmt da, ich kann da noch keinen Zerschneider einsetzen. Ja, nächsten Part werden wir uns Team Rocket widmen. Ja, mit unserem neuen Team. Mit unserem besseren Team. Team Rocket wird erst einmal den Erdboden gleich gemacht und somit wird auch dann die Arena mit unserem schönen Igel Lava ein bisschen Piu-Piu gemacht. Warum steht denn Team Rocket hier davor? Hast du schon mal eine Flecken? Meine gute Bibis, die soll sehr lecker sein. Du bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe. Nein, ich esse keine Pokémon. Sorry, ich bin kein Kirschender. Holzkohleofen. Yeah, Holzkohle ist cool. Nein, so. Auf jeden Fall, wir sehen uns, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Kristall. Tschüss.